kommt denn da jetzt? Es pulsiert auf jeden Fall mal. Und hat jede Menge Energie. Und ich kann es so gar nicht verwunden. Ich kann es nicht verwunden. Dann beschränke ich mich jetzt zunächst mal aufs Ausweichen. Aha, da kommt... Okay, da kommt dann also raus aus seinem Dings da. Aber wie kann ich dem schaden? Aha, wenn es zur richtigen Seite rauskommt natürlich. Ja, leicht wird der Gegner nicht. Der wird auf jeden Fall überhaupt nicht leicht. Uiuiui. Da könnte noch das ein oder andere Leben drauf gehen. Vielleicht muss ich es auch mit einer anderen Rüstung ausprobieren. Bleib weg. Ich hätte es ja gerne mit einer anderen... mit einer anderen Waffe probiert, aber ich kann ja keine einsetzen. Ich habe noch eine Giga-Attacke, aber ob die was bewirkt, weiß ich jetzt auch nicht. So, jetzt hoffe ich doch mal. Jetzt geht der nach oben. Okay. Da komme ich doch nie im Leben dran. Das ist ja unfair. Ja, aber ich meine, das erste Leben dient ja immer der Strategiefindung. Ja? Und... Oh je. Da komme ich doch nicht dran. Kann ich eigentlich... So wirklich viel habe ich ja jetzt noch nicht abgezogen, ne? Ach, und jetzt fährt er auch immer wieder in eine andere Richtung. Das ist doch unfair. Also das mit dem... Mir fehlt einfach die Möglichkeit, in der Luft zu dashen. Da bin ich jetzt... Bin ich jetzt so sehr dran gewöhnt. So. Das wäre... Das ist aber auch so ein Riesenteil, den man fast nicht ausweichen kann. Das ist ja schon fast unfair. Zumindest kann ich, wenn ich hier an der Wand hänge, komm, ich verwende mal mein... Ach, mein Full Life Recover. Richtig, den habe ich ja mitgenommen. Da war ja was. Okay, jetzt sieht die Sache natürlich wieder ganz anders aus. Ich hoffe nur, dass das Full Life Recover keine Einmalsache ist. Sehen, ob ich da einen davon schon zerstören kann. Auf diese Art und Weise. Ich bezweifle es hier so ein bisschen. Wird der jetzt auch noch schneller? Das wäre super. Wo soll ich dann dem jetzt noch ausweichen? Der macht ja gerade alles hier. Ich bin jetzt gerade. Es tut mir leid, dass ich gerade so ein bisschen. Ruhig war, aber... Ach, klar. Ja, bleib einfach da hängen, da passiert hier schon nichts. Okay, wenn er sich da rein verkrümelt, dann kann ich ihn schon nicht mehr treffen. Nein, ich habe den Schuss losgelassen. Das sind natürlich wertvolle Sekunden, die mir dann... Fehlen. Was machst du denn? Okay, einen habe ich. Schon. Okay, viel ist es nicht mehr, viel habe ich aber auch nicht mehr. Aber ich glaube, ein Energietank war noch genug Saft drin. Ah, komm, das schaffen wir doch. Sehr schön. Das hat zwar jetzt viel gekostet.
Ich hoffe, wie gesagt, ich hoffe mal, dass dieses Full Health Recovery, dass das kein Einmalgegenstand ist. Denn sonst wird's schwierig. Was die Rüstung angeht, ich hatte jetzt Glück, dass ich gerade die passende Rüstung gewählt habe, die mir das Level leicht gemacht hat. Der Boss war dann allerdings ein bisschen schwieriger dadurch. Ich werde euch jetzt noch die andere Rüstung zeigen.君が常にトップだ。いいえ。あなたの方が何もかも上だったわ。私はただ課題をこなしていただけ。あなたは課題を守らなかった。たったそれだけのことなのよ。どんなに高い能力があっても正しく使われなかったら意味がない。 お前とエイリアの差はそこにあるはずだ。大体レプリロイドだけの国家なんてできやしない。人間もレプリロイドも共に不完全な存在。お互い助け合っていかないとダメなんだ。そんなことはお前が一番よくわかっているはずだ。 このボロボロの地球を救えるのは誰だ。人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、X君。 X 気にするな。大丈夫だよ、シグナス。レプリロイドが不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから僕の実力も正しく評価されなかった。しかし、 それだけの自信が持てるものを作り出せたんだ。そう、一ついいことを教えてあげるよ。さすがに僕の実力だけではここまで来れなかった。<笑>でもこれを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと。 ただのガラクタだと思ったよ。初めはゼロのかけらだよ。ゼロの DNA を手に入れることができたんだ。聖地に踏み込んだような気分だった。素晴らしかったよ、ゼロの DNA は。ハイマックスもナイトメアウイルスもいとも簡単に作り出すことができた。 正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし上には上がいるもんだね。ここまでたどり着くのだからね。お前にはわからないのか。確かにゼロの DNA データは 強大な力を持っているかもしれない。でも使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友ゼロの DNA を利用して残り少ないレプリロイドたちを苦しめた。お前の罪を絶対に許さない。 望むところ。君を倒さない限り、僕の理想国家はありえない。来い、 X。 Ja, Gate hat sich also erklärt.
Er hat gesagt, was da jetzt vorgefallen ist. Er hat einen Teil von Zero gefunden, das anscheinend im Kampf gegen Sigma ja, übrig geblieben ist oder anteilig zerstört wurde. Und damit hat er mit der DNA, die er darin gefunden hat, hat er dann Hymax und den Albtraum geschaffen. Und ja, wir sollen ihn jetzt aufhalten. Ich speichere das Ganze mal ab. Jetzt muss ich allerdings aufpassen, dass ich nicht den falschen Spielstand überarbeite, denn ich habe ja, habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gelesen, dass es mehrere Enden gibt und ich habe da schon ein bisschen was vorbereitet, ne, für das andere Ende. Deswegen speichern wir darüber. Denn den anderen Spielstand, den brauche ich dann für das alternative Ende. Und natürlich spielen wir weiter. Es war jetzt ein Level hier, ne? Mehr Gerede als Level. So, schauen wir mal. Sagen Sie irgendwas? Nö. Dann gehen wir in die Stage und nehmen mal die Blade Armor mit. Die habe ich teilweise ja schon verwendet zum Item sammeln und ich bin ganz zufrieden mit der. Ich finde die ganz ordentlich. Die kommt ein bisschen wieder Richtung dem klassischen X-Modell. Ich sehe Stacheln links und rechts. Wir haben hier all unsere Waffen, das ist okay. Den Life Recover, Full Life Recover ist auch wieder unten. Wenn wir unseren Schuss aufladen, dann sieht das Ganze so aus, ne? Also wieder der klassische Buster-Schuss und nicht dieser flache Strahl, den wir sonst haben. Wir können in der Luft dashen, das möchte ich jetzt hier nicht so gerne demonstrieren. Allerdings ist es eine Besonderheit beim Dashen, dass, das kann ich allerdings zeigen. Wenn man dasht, bleibt er kurz in der Luft stehen und man kann mit der Richtungstaste angeben, wo er denn hin dashen soll. Und so kann man dann sterben, indem man in die Stachel fällt. So kann man dann auch in der Luft dashen. Auf dem Boden ganz normal dashen geht auch. Das ging bei der anderen Rüstung ging das ja auch. So. Sehr schön, da sind wir ja schon mal ganz oben gelandet. Oh nee, hier kommt jetzt hier auch wieder Feuer. Die Items, die wir ausgewählt haben, also jetzt die Damage Barrier und guck mal, Albträume. Die sind weiterhin in der Rüstung integriert. Also egal welche Rüstung man nimmt, man behält seine. Bist du denn? Man behält die Sonderitems. Was sieht das denn hier aus? Wo kann man denn da überall lang? Okay, hier ist eine Sackgasse. Aber hier kann ich zumindest mal ein bisschen Energie noch aufsammeln. Vielleicht kann ich das ein oder andere Energiestück noch mitnehmen, um meinen Energietank weiter aufzuladen. Ich bleibe jetzt erstmal hier oben. Zu einem gewissen Teil ist man auch unverwundbar mit der Rüstung, wenn man so diesen Dash macht. Das heißt, man kann das auch verwenden, um Gegnern Schaden zuzufügen. Ja, hier ist ja voll die Party, ey. Na, guck mal, was ist das denn da hinten? Oh, das ist, glaube ich, so ein Energieauffüllungsteil. Mal sehen, der eine ist fast voll, der andere... Na ja, gut, zumindest hat es meinen Energietank ein bisschen aufgefüllt noch. Das ist ja immerhin. Alter, da ist ein Loch! Sag mir denn keiner, dass da ein Loch ist. Ich glaube, das hier ist der richtige Weg. So, dann sehen wir. Wollen wir doch mal sehen. Okay, da oben kann ich anscheinend hinkommen. Ach, guck mal. Die Totems aus dem Museum. Muss ich natürlich ein bisschen warten, bis ich da wieder den richtigen Schuss drauf habe. Ja, es ist gerade ein bisschen stressig hier, finde ich. Dadurch durch die kleinen Viecher, die da unten rumfahren. Und Albträume gibt es auch, aber ich finde den Schuss hier ganz praktisch. Da der ja, einfach durch die Gegner durchfährt. Der andere Schuss von der Falkenrüstung, der war zwar sehr kräftig, aber der konnte natürlich nur ein Ziel treffen, danach war er weg.
hier ist ja wahnsinnig viel los. Überall fliegen Kugeln und da kommen Gegner gerollt und hast du nicht gesehen und da kann ich ja gar keine Energie nutzen, um meinen Dings aufzufüllen, meinen Energietank. So. Okay, das wird interessant. Das wird interessant, weil ich ja auf... Nein! Aber die Dings, die Totems bleiben anscheinend so beschädigt, wie ich sie hinterlassen habe. Das ist ja schon mal gut. Nur das hier wird jetzt ein bisschen tricky. Ah, die Albträume kommen natürlich immer wieder zurück. Das ist... selbstverständlich. So, ich würde mich gerne dranhängen. Ich treffe das einfach nicht. Kann keine Treffer landen. Ich habe aber eine Idee, wie ich das machen könnte. Ich kann es zumindest mal ausprobieren. Ich werde mich jetzt an geeigneter Stelle treffen lassen und dann einfach mit dem Dash durchgehen. Geht leider nicht. Aber ey, es ist ja Wahnsinn, was hier rumfährt und schießt und ich kriege keine Energie zurück. Ach, und da waren noch Stacheln, deswegen bin ich jetzt draufgegangen. Ach Mann.